Berwolf kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Aus diesem Grund möchte ich als stellvertretend als zweite Vorsitzende das Tierheimfest eröffnen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und dem Tierheim gute Erfolge. Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie auch alle recht herzlich zum Tierheimfest. Wir haben hier in den letzten Jahren einiges noch bewältigt, haben einiges umstrukturiert, haben einiges neu gemacht. Es ist noch viel zu tun bei uns. In diesem Sinne möchte ich mich auch ganz herzlich bei den ehrenamtlichen Helfern bedanken, die unser Tierheimfest unterstützt haben. Es ist so, dass wir unser Katzenhausdach neu machen müssen. Also das Katzenhausdach der Quarantäne ist leider undicht geworden im Laufe der Jahre. Das muss saniert werden. Wir haben noch ein kleines Projekt bei den Kleintieren, was wir noch fertigstellen müssen, die Außengehege quasi neu gestalten. Dann haben wir noch ein großes Projekt vor uns. Das ist die Sanierung der Zwingeranlage mit Teilumbau. Dafür brauchen wir Leute und vor allem Geld und Zeit. Das ist so das, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tierfreunde, vielen Dank für die Einladung zu Ihrem heutigen Tag der offenen Tür. Das Tierheim Gotha gehört mit seinem Tierschutzverein mit zu den besten Tierheimen Deutschlands. Und dass das so ist, zeigt auch diese Plakette. Davon gibt es nur 4 in Thüringen. Das zeigt schon mal, in welchem hohen Stellenwert dieses Tierheim mit seinem engagierten Team unter der Leitung der Tierheimleiterin sehr aktiv arbeitet. Darauf sind wir sehr stolz. Und was wir tun können, um das Tierheim zu unterstützen, wird auch geschehen. Ich mache es kurz, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen liebe Gäste. Das, was gesagt ist, ist auch das, was mir am Herzen liegt. Ein herzliches Dankeschön zunächst einmal zu sagen dem Verein, den Hauptamtlichen, aber auch vor allem den vielen Ehrenamtlichen, die sich hier einbinden, die sich hier engagieren für die Tiere, die einfach zeigen, dass es notwendig ist, sich hier einzubringen. Das ist, denke ich mir, im Landkreis Gotha recht gut geregelt. Und wir haben ja auch gehört, dass wieder Investitionen anstehen. Das geht auch nicht von ungefähr und das geht auch nicht so mit einer kleinen Sparbüchse, sondern das bedarf wieder großer Kraftanstrengungen. Wir sind gerne dabei, auch hier wieder zu helfen. Melden Sie sich einfach. Leute machen richtig Bambule, die etwas reiferen dürfen auch langsam gehen. Die Besitzer des Hundes gehen bitte auf der Bahn entlang, rufen und locken schon ein bisschen, damit der Hund richtig aufgeheizt wird. Der Besitzer wegläuft. Nicht, aber so, jetzt wieder schön aufpassen. Ich muss leider machen. Ja, Da will ich rennen. Okay. Oh, da rennt. Oh, wieder schön rennen. Fest und gehen Sie an der Seite wieder runter, weil gleich kommt nämlich der Nächste. Na gut. Ja. Gut. Oh, jetzt der Kleine. Komm schnell! Johnny, komm! Komm schnell! Ich sag
Ja, den gefällt es gerade gar nicht. Ruppi, gell? Okay, dann fangen wir bei den großen Hunden an. Ich bitte Agi nach vorn. Einen großen Applaus bitte. Und auf den ersten Platz bei den Großhunden geht Sam. Ein Riesenapplaus! Jetzt kommen wir zu den kleineren Hunden. Auf den sechsten Platz kommt Johnny. Johnny, nach vorne! Das ist eigentlich der Achterplatz. Auf dem fünften Platz kommt Bobby. Bobby, Applaus für Bobby! Wo ist denn Bobby? Da hinten! Hey. Da kommt Bobby! Dankeschön! Und auf dem vierten Platz kommt Gina! Gina! So, und auf den dritten Platz kommt Stella. Stella! Jetzt kommen wir schon zum zweiten Platz. Auf den zweiten Platz kommt Franzi. Und der erste Platz, ein Riesenapplaus für Struppi. Ich danke allen Hunden, die bei dem Wettrennen mitgemacht haben. Ja, vielen Dank an Theresa, du hast es toll gemacht, dankeschön, du bist engagiert. Guck mal, wenn ihr da langsam vorbeigeht, da passiert gar nichts. Ihr dürft so einen großen Bogen machen, geht im Kreis hier mal schön langsam an den Hunden vorbei. Super. Seht ihr? Und da passiert überhaupt nichts. Jetzt geht doch die Hunde ganz artig und ganz ruhig. Prima. Du hast keinen Hund, du darfst hier gleich mal einen angucken. So, und jetzt kommt noch mal alle hier rüber. So, und wenn der Hund kommt, wenn mal ein fremder Hund ohne Leine auf euch zugestürzt kommt, Kind an die Beine, Hände vors Gesicht, das Kind festhalten, den Hund abwehren. Ja, das ist immer so der wichtigste Griff. Nicht die Kinder auf den Arm nehmen. Das ist ganz gefährlich, weil die meisten Hunde dann hinterher springen und vielleicht eben auch den Hund schnappen könnten.